Ho, do, 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 bo, ho, 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 ho. Wer bist denn du? Der Weihnachtsmann. Hast du schon mal gehört, dass es dich eigentlich gar nicht gibt? Ja, weiß nicht so genau. Die hat man mal erfunden. Von Cola. Die haben mal eine Werbekampagne gemacht in den 30er Jahren. Und haben gesagt, wir machen einen Weihnachtsmann, den ziehen wir so an, damit die Kinder mehr Cola saufen tun. Ja, irgendwas ist mir immer schon dran vorgekommen. Das stimmt was nicht, das habe ich schon immer geahnt. Aber, und Weihnachtsmann, weißt du eigentlich, worum es bei Weihnachten geht, was da gefeiert wird? Das hat mir nie wer erklärt. Das wollte ich immer schon wissen. Weißt du das? Mit ein bisschen Stolz kann ich schon sagen, mein Urgroßvater war da nämlich live dabei. Echt? Bei Weihnachten? Ha. Na und was war da jetzt? Was war da? Das können wir uns mal ein bisschen anschauen da so. Na schau, der was. Och, na schau, schau, schau. Da ist ja der Süßer. Wer ist denn das? Das ist das Christuskind. Manche sagen auch Christkind. Der ist ja entzückend. Und was macht der oder was kann der oder? Das ist der Erlöser der Menschheit. Könnt ihr mich der auch ein bisschen erlösen mal von diesen Geschenke? Der Weihnachtsmann muss Geschenke bringen. Den ganzen Tag haben sie nichts zu tun als und dann zu Weihnachten immer Geschenke für die Kleinen, Geschenke für die Omi, Geschenke für einander, Geschenke. Und dann wieder ist Weihnachten vorbei und es geht wieder los. Keine Zeit für einander, keine Zeit für die Omi, keine Zeit für die Kinder. Und dann kommt das nächste Weihnachten und man sagt wieder, Geschenke, wir raufen uns frei. Ein bisschen so. Weißt du, die Menschen haben ein bisschen einen Klopfer. Naja, das ist allerdings wirklich nichts Neues. Aber es darf nicht so laut sein, der wacht ja noch auf. Ja, da ist er entzückend. Und was ist jetzt mit dem? Der hat Geburtstag. Oh, das hat mir nie wer erzählt. Ich sag's ja, nie. Immer nur Geschenke. Dabei schauen die doch an, das ist doch entzückend. Das ist doch das süßeste Geschenk überhaupt. Ja, das sag ich ja immer. Das liebste Geschenk ist der kleine Jesus vom lieben Gott persönlich. Du, weißt du was? Ich kündige den Job. Genug mit Geschenke. Ich suche mir was Ordentliches. Anständige Arbeit, Pyjama-Verkäufer oder Stiefelputzer oder Leihoper oder irgend sowas. Das ist eine gute Idee. Damit machst du dem Kleinen auch eine Freude, weil der den vergessen die Menschen oft wegen dir. Das soll da wirklich nicht sein. Mir geht das schon so. Ich habe ja schon gesagt. Gut, also ich glaube, wir gehen dann wieder. Aber krieg noch einen kleinen Schmatz von mir. Okay. Du, danke für die Auskunft. Das hat mir echt weitergeholfen. Und ich wünsche dir frohe Weihnachten. Sehen wir uns nächstes Jahr ohne Geschenke.